Wir schauen uns jetzt an, wie wir uns effektiv gegen Spam verteidigen können, beziehungsweise ja, wie wir vorgehen, wenn wir uns irgendwo registrieren müssen und dem Anbieter nicht ganz trauen, aber halt unsere E-Mail-Adresse hinterlassen müssen. Ihr seht schon, ich bin auf Yahoo, damit werden wir es auch machen, aber vorher will ich noch kurz auf sogenannte Trash-Mail-Anbieter eingehen, also zum Beispiel trash-mail.com. Da kann man sich ja, also kann man sich irgendeine Fake-Mail anlegen, zum Beispiel 123456 at trashmail.com und kann dann gucken, was an diese Adresse geschickt wurde. Das hat aber zwei Nachteile. Erstens kann halt jeder sehen, was geschickt wurde an diese eine Adresse. Ist nicht passwortgeschützt, also man muss einfach nur die E-Mail-Adresse hier oben eingeben. Und ja, zweitens sind halt solche Trash-Mail-Anbieter oft auf solchen sogenannten schwarzen Listen, dass halt zum Beispiel die bei Facebook oder so blockiert werden, dass man sich damit gleich gar nicht anmelden kann. Weil die halt eben hier diese Endung erkennen und sehen, okay, das ist halt eine, ja, Trash-Mail. Gut, da gibt es bei Yahoo eine schöne Möglichkeit, also dazu brauchen wir natürlich erstmal einen Mail-Account, den melden wir uns mal an. Können wir Schritt für Schritt zusammen durchgehen. So. Neuen Account erstellen hier oben. Und ich mache jetzt einfach mal mit ja, zum Vorführen und mit Testdaten. Gib mal irgendwas ein. So. Jetzt kann ich mir hier eine Yahoo-E-Mail-Adresse raussuchen. Ja, dann nehme ich hier doch mal so einen schönen Vorschlag. Geben Passwort ein. Schön an der Seite bekomme ich die Sicherheit angezeigt, also meins ist sehr sicher. Das kann man einfach freilassen, das ist optional. Hier gebe ich das Capture ein und erstelle den Account. Ach, die Geheimfrage, ja, die muss ich eingeben. Hier, die ist optional, sorry. Also Geheimfrage muss ich. Wie lautet der Vorname? Heinz Dieter heißt er. Gib mal irgendwas ein. Den Account benutze ich ja eh nicht weiter dann. Und ja, wenn wir das halt eben hier angemeldet haben, können wir hier auf Weitergehen. Machen den Haken hier aber raus, wir wollen ja keine Werbe-E-Mails von Yahoo bekommen. So, und sind jetzt in unserem Postfach. So, und wenn wir uns jetzt vor Spam-Mails schützen wollen, dann gehen wir hier oben. Auf Option, Mail-Option. Und Wegwerfadressen. Dann muss ich so einen Basisnamen auswählen, zum Beispiel Muster nenne ich das einfach mal. Gehe hier auf Weiter. Ach, der ist nicht verfügbar. Puh, dann nehme ich halt den hier. Ist eigentlich auch wurscht. Ein Problem ist aufgetreten. Na, nehmen wir den nächsten. Gut, jetzt funktioniert's. Jetzt gehe ich hier drauf auf den Basisnamen Muster und also füge hier eine Adresse hinzu. Da ist dann immer dieses Muster 965 davor. Und dann kann ich hier zum Beispiel AB reinschreiben. Kann jetzt noch zum Beispiel kann jetzt einen extra Ordner machen. Zum Beispiel den könnte ich dann nennen ja, Spam-Mails oder so. Oder kann es direkt in Spam zustellen lassen. Wir lassen es mal in Posteingang laufen. Wenden den Spam-Guard nicht an, weil ich will ja die E-Mails schon bekommen, aber eben halt gut aussortieren können. Kann hier einen gefakten Absendernamen angeben. Heino Müller oder sowas. Und das war's. So, jetzt einfach hier speichern. Und jetzt kann ich mir an diese E-Mail-Adresse, also muster965-ab@yahoo.com, einfach E-Mails zuschicken lassen und habe also quasi dadurch mehrere E-Mail-Adressen zur Verfügung, kann auch hier weitere hinzufügen.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich da irgendwo registrieren möchte und habe Angst, da könnten später mal Spam-Mails zugestellt werden, kann ich mich da einfach registrieren und kann dann also kann dann diese Bestätigungsmail bestätigen und alles, was dann später kommt, kann ich dann hier einstellen, dass das im Spam-Ordner landet oder ich kann das hier auch gleich ganz löschen, dann werden eben gar keine Mails mehr von dieser Adresse zugestellt. Und da hier ja @yahoo.com dranhängt, kann also Facebook oder sonst wer nicht erkennen, dass es sich damit quasi um eine Fake-Mail handelt.